Herr Ongrun, was macht Ihr Unternehmen heute aus? Ja, ich werde oft gefragt, so im Bekanntenkreis, oder stelle mir oft selber Frage, was hast du aus Gießtechnik umgemacht? Was macht unsere Firma eigentlich aus? Ich glaube, in der Hauptsache, und jeder, der mich kennt, der kann das gut einschätzen, dieses gewisse Fair Play, was man haben muss. Der Lieferant muss existieren, muss vernünftige Preise haben, dass er auch sich weiterentwickeln kann. Wir, Gießtechnik Ungrun, muss auch natürlich Gewinne fahren, wie jedes Unternehmen. Und gleichzeitig muss unser europäischer oder deutscher Kunde auch einen Benefit haben, in diesen Ländern zu bestellen. Diese Entwicklung haben wir eigentlich so durchgeführt von Anfang an, dass wir mit einer normalen Marge gearbeitet haben und das Vertrauen an unsere Kunden, was die in uns investiert haben, an unsere Lieferanten weitergegeben. Ich glaube, nur wenn man diesen Weg so geht, ein freundschaftliches Verhältnis mit den Lieferanten und auch mit den Kunden aufzubauen, wird man sich auch zukünftig durchsetzen können. Wir sind ein tolles Beispiel. Mir rief mal ein Kunde an und sagte, wir haben einen Leumund bei Ihnen. Ich sage, eigentlich müsste ich einen Leumund bei Ihnen haben, dass ich Gussteile liefern kann. Nein, nein, ich weiß, wie es bei Ihnen ausschaut. Wir haben einen Leumund, dass ich überhaupt ein Angebot von Ihnen bekomme. Meine Kunden, das sind Weltmarktführer in ihrem Bereich, haben mir sie empfohlen. Und ich möchte auch gerne bei Ihnen mal ein Angebot haben und zu sehen, wie es ausschaut. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Das habe ich mir hart erarbeitet. Und über dieses Fair Play, wo mir viele gesagt haben, das bringt nichts, das ist ein Haifischbecken, aber wir haben uns einfach in diesem Fair-Play-System durchgesetzt. Die Qualität ist natürlich da mitentscheidend, nicht die anderen Parameter, die ich immer aufgeführt habe, und die Liefertreue. Jetzt unter der Corona-Phase hat sich, glaube ich, rauskristallisiert, nur die Leute, die, sage ich mal, die ihre Lieferanten vernünftig behandelt haben, werden auch im Moment noch vernünftig beliefert. Da haben wir uns mit durchgesetzt. Wir haben ja auch ein Kanban-System in Emstetten. Wir haben zwei Hallen gebaut, dass wir sozusagen von jetzt auf gerade, montags rufen Kunde an, ich kann die Bauteile fertig montiert, am Dienstag und Mittwoch ausliefern. Haben gleichzeitig die Lieferantenkette so aufgebaut, dass wir neue Teile bekommen. Jede Woche eigentlich so zwischen 60 und 80 Tonnen. Das ist aber auch nur darüber bedingt und möglich, dass wir die Lieferanten vernünftig bezahlt haben, gleichzeitig die Kunden vernünftig beliefert haben, sowohl qualitativ wie auch preisgünstig. Und dann glaube ich, dass jede Firma, egal in welchem Bereich, nicht nur im Gussteilbereich, sondern in allen Bereichen, dieses Fairplay welten lässt, auch weiterhin Erfolg hat und auch sich neu gründen kann. Das kann ich nur jedem empfehlen. Bleibt fair, denkt nicht, ihr könnt von heute auf gerade Millionär werden. Das ist nicht ganz so einfach. Und dann wird auch Ihre Firma laufen. Dann, so wie kann ich nur von mir aus sagen, Fair Play, gute Qualität, guter Preis, just in time, dann läuft die Sache. Würden Sie uns ein wenig über die Gründung Ihres Unternehmens verraten? Bis 2007 war ich Angestellter und im Vertrieb tätig. 2007 war die deutsche Gießereibranche völlig am Boomen. Man hatte in den deutschen Gießereien, musste man 6 bis 9 Monate auf Gussteile warten. Ich als Außendienst hatte eine extrem gute Phase, brauchte fast nicht arbeiten, aber das ist einfach nicht meine Mentalität. Wer mich kennt, weiß, steht immer unter Dampf und möchte was umsetzen, möchte was entwickeln und möchte was erreichen. Nicht nur für mich, sondern auch natürlich für meine Kunden. Zur damaligen Zeit kam ein großer Kunde auf mich zu, den ich lange kannte, der bis heute eigentlich mein größter Kunde ist, und sagte, du, wir würden gerne Asien gehen, wir haben diesen Weg schon zweimal gegangen, sind ein bisschen auf die Schnute gefallen und wir können uns vorstellen, mit dir diesen Weg zu gehen. Du hast uns doch angesprochen mit Selbstständigkeit, mach das mit uns, wir werden dir auch ein Stück weit dabei helfen. Und ich sage mal, für jeden, der sich selbstständig gemacht hat, kann er gut beurteilen, so eine Möglichkeit muss man bekommen. Da haben wir zugeschnappt. Ich habe damals mit meiner Frau gesprochen, die war mit einverstanden und stand da auch voll hinter. War eine gute Kombination, denn sie konnte bei den jeweiligen Lieferanten, wir sind in jedes Land zusammengeflogen, bei jeder neuen Lieferanten sind wir zusammen hingefahren und haben uns da einfach vor Ort kundgemacht. Ich kann der jeweilige Lieferant die Technologie und sie einfach ist dieser gegenüber, sag mal, von der menschlichen Seite her, wird er auf Dauer vernünftiger Lieferant sein. Und das kann ich nicht beurteilen. Ich bin mehr da so der technische Mann und sie hat mehr diese andere Seite an sich und wir haben da einen guten Weg gefahren. Dann haben wir uns schnell die ersten Bestellungen und Aufträge bekommen.
von dem Kunden halt. Dann kam einfach nur tolle Qualität vom ersten Tag. Gleichzeitig gab über das Mundpropaganda, kam der nächste Kunde auf mich zu. Es war so simpel und so einfach, dass die Kunden auf mich zugekommen sind und ich gar keine Akquise machen musste. Das kam erst später, natürlich, wenn man die Firma weiterentwickelt, so wie heute, wo wir Aussteller auf der Hannover-Messe sind. Aber damals war es einfach, die Kunden sind auf mich zugekommen, weil ich lieferfähig war, in einer guten Qualität. Und mein größter Kunde steht im deutschen Markt so da, dass jeder weiß, wenn man die mit Serienteilen beliefert, hat eine gute Qualität zum guten Preis. Und das öffnete mir in vielen Firmen einfach die Möglichkeiten. Wo liegen Ihre Schwerpunkte heute? Was macht die Gießtechnik Ungrund eigentlich? Wir sind Ansprechpartner für Gussstücke, am Anfang nur Eisengussstücke. Ich bin in der Eisengießerei, habe ich gelernt und haben dann die ersten 2-3 Jahre wirklich nur Eisengussstücke aus diesen asiatischen Ländern bezogen, dort entwickelt. Und gleichzeitig hier unsere Kunden zum guten Preis, just in time, die Teile geliefert. Diese Kunden sind dann einfach auf mich zugekommen und haben gesagt, du, wir brauchen Aluminiumguss, wir brauchen auch Stahlguss, kannst du das für uns machen? Ich habe es erst verneint und bin dann fast vergewaltigt worden, dass die Kunden auf mich zugekommen sind und einfach gesagt haben, versuch's einfach. Wenn es dann nicht funktioniert, nehmen wir es auf unsere Kappe. Und so bin ich heute zum Systemlieferant geworden über Aluminiumdruckguss, über Aluminium-Schwerkraftguss, Stahlguss, Eisenguss. Habe es selber gar nicht am Anfang mir zugetraut, aber es hat funktioniert, denn die Gießereisache, die Gießereitechnologie ist bei allen Teilen ähnlich. Gut, was zeichnet uns sonst noch aus? Wir haben 2 Hallen hier gebaut am Standort Emstetten, wo wir Just-in-Time liefern können nach einem Kanban-System. Wir kriegen eigentlich es vor Ort hin, dass wir unser Kunde montags bestellt und wir mittwochs lieferfähig sind. Das unter der Corona-Phase kaum umzusetzen ist. Man hört in den Nachrichten immer nur Lieferengpässe, Firmen stehen, Bänder stehen. Und es ist uns bislang so gelungen, dass wir Just-in-Time alle Kunden befriedigen können. Wofür steht die Marke Ungrun? Ja, wofür steht eigentlich unser Know-how, unsere Marke, unser Name Ungrun, Gießtechnik Ungrun? Ich glaube, alle Kunden und Lieferanten, die uns kennen, ist zuerst einmal, dass wir mit Fair Play an die Sache rangehen. Es ist nicht damit geholfen, dass man Lieferanten bis zum Anschlag knebelt oder einen Kunden da die Höchstpreise macht, sondern jeder muss an seinem Geschäft verdienen. Und das ist bei uns halt der Fall. Der Lieferant in Asien hat einen guten Gewinn. Wir haben natürlich auch unseren Gewinn. Jedes Geschäft muss einen Gewinn machen, sonst macht man es nicht. Und unsere Kunden haben einfach einen guten Preis. Gleichzeitig ist eigentlich unser Know-how die technische Seite, habe ich am Anfang ja schon mal eben ausgeführt, dass wir sozusagen von der Konstruktion aus schon mit im Boot sitzen. Wir sagen, der Kunde hat diese Anforderungen. Wie kann das Gussstück dafür optimal gebaut werden, sowohl, dass es preisgünstig ist und gleichzeitig auch fehlerhaft nachher gießtechnisch umzusetzen ist. Dieses Know-how habe ich mir einfach angeeignet. Ich habe lange in der Gießerei, in der Produktion gearbeitet, habe dann noch Maschinenbau und Gießereiwesen studiert und mir macht es einfach Spaß bis heute, diese Gussstücke so umzusetzen, wie der Kunde sie braucht. Und dafür steht Gießtechnik Ungrund. Qualitativ gute Gussstücke, just in time zum vernünftigen Preis. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens? Natürlich, ich bin erst 55, ich muss noch einige Jahre. Und wie sieht dann unsere Zukunftsperspektive aus, der Gießtechnik Ungrund? Hier muss ich leider sagen, die deutsche Gießereibranche ist schwer ausgesät worden. Es gibt nicht mehr so viele Gießereien und wir bieten diese Möglichkeit mit unserem Know-how, diese Teile nach Fernost zu geben und just in time gute Teile zu liefern. Ich glaube, dass wir am Markt eine Stellung mittlerweile erworben haben, dass wir sowohl in der Windmühlenindustrie oder in der Pumpenindustrie, in der Landwirtschaftsindustrie, egal in welcher Branche, wir sind eigentlich etabliert, haben da unsere Kunden. Und ich glaube, wenn mal ein Standbein wegbricht, läuft ein anderes besser. Das hat sich eigentlich die letzten 10 Jahre so bewiesen, dass ich eigentlich wenig Angst habe vor der Zukunft, sondern eigentlich sicher bin, dass wir uns mit diesem Know-how durchsetzen können, die Kunden weiter entwickeln können mit den Bauteilen, dass sie preisgünstig ihre Maschinen verkaufen können. Das liegt oftmals nur an ein paar kleine Bauteile in den Maschinen, die wir günstig liefern können.
Und wenn wir konstruktiv da irgendwie mit, ein klein bisschen mitsteuern können, dass unsere Kunden da auch ihren wirtschaftlichen Vorteil haben, dann sehe ich keine Gefahr, dass wir irgendwo nicht vom Markt verdrängt werden.